Heute zeige ich euch, wie ihr E-Mail-Rückläufe überwacht und wo der Unterschied zwischen Nachverfolgung und Aufgaben in Outlook ist. Und zum Schluss gibt es dann noch einen effizienten Tipp, wie du sowohl für die Aufgaben als auch für die Nachverfolgung die Rückläufe systematisieren kannst. Also bleibt dran, es lohnt sich. Wenn ihr E-Mails wegschickt, könnt ihr die Rückläufe auf zwei Arten überwachen. Eine Variante ist die sogenannte Nachverfolgung, die ich euch hier mal als erstes zeige. Ihr habt die E-Mail geschrieben und dann klickt ihr im Bereich Markierungen, findet ihr im Menüband Nachricht, im Bereich Markierungen auf Nachverfolgung, Benutzer definiert und hier kennzeichnet ihr für euch selber mit einem Datum. Ich mache das mal auf nächsten Freitag. Und wenn ihr wollt, auch mit einer Erinnerung. Also nicht die Kennzeichnung für den Empfänger, denn ihr wollt ja die Rückläufer überwachen. Ihr bestätigt dann mit OK, das steht hier oben auch mit drin und dann schickt ihr die E-Mail weg. Das ist die eine Variante. Und die zweite Variante ist über die Aufgaben. Ihr schreibt genauso die E-Mail, ihr schickt die E-Mail weg. Aber nachdem ihr die E-Mail weggeschickt habt, geht ihr jetzt noch in die gesendeten Elemente. Hier ist diese E-Mail drin. Und ihr verwendet diese E-Mail und zieht sie jetzt hier unten auf die Aufgaben. Oder wenn bei euch die Struktur schon hier auf der linken Seite ist, dann dort auf die Aufgaben. Ich mache das mit der rechten Maustaste. Also ich ziehe die Mail mit der rechten Maustaste hier auf die Aufgaben, lasse los. Und jetzt seht ihr, kann ich diese E-Mail hierhin kopieren als Aufgabe mit Text. Das würde ich auf jeden Fall nicht machen, da verliert ihr nämlich die E-Mail-Funktionalität. Und ihr habt auch die Möglichkeit, hierhin kopieren als Aufgabe oder verschieben als Aufgabe mit Anlage. Ich nehme mal das Verschieben. Damit verschwindet aber die E-Mail aus den gesendeten Elementen. Ich werde da nachher bei den Vor- und Nachteilen noch genauer drauf eingehen und dann könnt ihr hier die entsprechenden Einstellungen für diese Aufgabe machen und sie speichern und schließen. Im Prinzip habt ihr jetzt für beide Varianten, für die Nachverfolgung und für die Aufgabe, dieselbe Stelle, an der ihr die Überwachung der Rückläufer macht, nämlich ihr geht in die Aufgaben, dort landet ihr in der Aufgabenliste. Und dort seht ihr, haben wir jetzt einmal die erste Variante. Das ist die E-Mail mit der Kennzeichnung für euch selbst. Überwachung von E-Mail-Rückläufern Möglichkeit 1. Sieht so aus. Und die zweite Variante ist die mit der Aufgabe, wo hier in der Aufgabe diese E-Mail mit drin steckt. In beiden Varianten ist es so, wenn der Empfänger jetzt auf die E-Mail antwortet, dann pflegt Outlook nicht automatisch ein, dass es da einen Rückläufer gibt. Das heißt, in beiden Fällen müsstet ihr irgendwann hergehen und müsstet hier vermerken, dass es einen Rückläufer gibt, zum Beispiel indem ihr sagt, das ist erledigt, das muss nicht mehr weiter überwacht werden oder indem ihr das in den anderen Ordner schiebt oder mit für euch damit irgendwie anders umgeht. Wenn euch die Nachverfolgung und die Wiedervorlage und To-Do-Listen mehr interessieren, dann schaut euch doch die beiden Videos an, die ich dazu verlinkt habe. Vielen Dank an Mario Koch, der dieses Video inspiriert hat. Er fragt, was wäre denn jetzt geschickter, die Mails mit Fälligkeit, also Nachverfolgung zu versehen oder eine Aufgabe draus zu machen, so wie ich das im zweiten Schritt gemacht habe. Und was sind denn da die Vor- und Nachteile? Und das schauen wir uns mal an. Wenn ihr eine Aufgabe aus der E-Mail macht, dann habt ihr die Möglichkeit, einen Status festzulegen, den Erledigungsgrad festzulegen. Ihr könnt auch eine Priorität festlegen, wobei ich da nicht so viel davon halte, aber das zeige ich euch gleich. Und ihr habt ein Textfeld, in dem ihr alle möglichen Informationen hinterlegen könnt, wie Text, aber auch Anlagen, Links und so weiter. Und das sind Dinge, die habt ihr so in der Nachverfolgung nicht zur Verfügung. Dafür ist es in der Nachverfolgung so, dass ihr den direkten Zugriff auf die E-Mail habt und dass die E-Mail erhalten bleibt, und zwar einmalig erhalten bleibt, nur an verschiedenen Stellen angezeigt wird, und dass sie über die Mail-Ordner weiterhin aufrufbar ist. Schauen wir uns das mal etwas genauer an, zunächst für die Aufgaben. Den Status, den findet ihr zum Beispiel hier, da gibt es verschiedene Standard-Stati, die könnt ihr nicht beeinflussen, ihr könnt nur aus denen hier auswählen und das gibt es in der Nachverfolgung nicht. Dann habt ihr hier den Prozentsatz, wie viel schon erledigt ist und hier die Priorität. Wobei ich dazu sagen muss, die Priorität sehe ich nicht wirklich als Vorteil, weil was ist eine niedrige Priorität, was ist normal, was ist hoch. Da würde ich persönlich
dann eher über die Kategorien arbeiten und in den Kategorien zum Beispiel so wie hier Prio A, B, C nach dem Eisenhower-Modell oder irgendein anderes Prioritätenmodell verwenden, das dann aber über die Kategorien läuft. Und dann habt ihr natürlich noch das gesamte Textfeld hier mit allem, was dazugehört, wenn ihr ins Menü einfügen gebt, Dateien anfügen, Outlook-Elemente anfügen, Hyperlinks einfügen und so weiter. Das alles geht in der Nachverfolgung nicht. Also wenn ihr das braucht, wäre das ein Grund, über die Aufgaben zu arbeiten. Dann zu den Vorteilen der Nachverfolgung. Was meine ich mit direkter Zugriff auf die E-Mail? Wir sind ja hier in der Aufgabenliste und wir haben zum Beispiel hier eine E-Mail, die wir auf Wiedervorlage gelegt haben. Und ihr seht, ich wähle die aus und in der Nachrichtenvorschau sehe ich sofort die E-Mail. Und wenn ich einen Doppelklick auf den Eintrag in der Liste mache, dann habe ich sofort die E-Mail vor mir und kann mit der weiterarbeiten. Bei der Aufgabe hingegen ist es so, das war diese Variante, da sehe ich zwar, dass da eine Anlage drin ist, aber ich sehe erstmal nicht weiter was vom Inhalt. Das heißt, ich müsste hier die Anlage erst aufmachen, sodass ich dann in der Anlage lesen kann, also in der E-Mail. Und dann natürlich hier auch Antworten weiterleiten und Ähnliches durchführen kann. Leider ist es so, wenn ich nochmal zu den Mails gehe, da war ja hier die gesendete Nachricht und ich hatte die mit der rechten Maustaste hier auf die Aufgaben geschoben. Und da hatten wir Kopieren als Aufgabe mit Text, als Aufgabe mit Anlage oder eben Verschieben. Da könnt ihr jetzt auswählen, welche Variante ihr wählt. Leider ist es in vielen Outlook-Versionen so, dass man nicht verknüpfen kann, in meiner hier auch, und dass man entweder kopieren kann mit Text oder kopieren bzw. verschieben mit Anlage. Wenn man jetzt den Text kopieren könnte und die Mail als Anlage dabei, in manchen Versionen ging das, dann wäre das gar nicht mehr so ein Vorteil. Aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass in den allermeisten Umgebungen inzwischen die Mischung aus Text und Anlage nicht mehr möglich ist. Und damit haben wir auch schon den zweiten Punkt hier bei der Nachverfolgung gesehen. Das heißt, bei der Nachverfolgung bleibt die E-Mail immer einmalig. Das heißt, es gibt sie nur einmal da, wo sie abgelegt ist in den Mails. Und sie ist gleichzeitig über den Mail-Ordner und über die Aufgabenliste aufrufbar. Und wenn ihr die Aufgaben nehmt, dann müsst ihr euch entscheiden, entweder sie bleibt einmalig, dann ist sie nur noch in den Aufgaben als Anlage, oder sie ist auch noch über die Mails aufrufbar, aber dann habt ihr sie doppelt, weil dann müsst ihr sie in die Aufgaben kopieren. Ihr seht, beides hat Vorteile und damit eben auch Nachteile. Und es liegt in eurem Ermessensspielraum, welche dieser Vorteile oder Nachteile für euch eine größere Rolle spielen. Und dementsprechend müsst ihr selbst entscheiden, welche Variante ihr wählt. Ich persönlich würde für die Überwachung der Einkaufsanfragen die Nachverfolgung wählen und die Dokumentation in OneNote machen. Wenn dir diese Übersicht weiterhilft, dann hinterlass mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn du andere Leute kennst, für die das Video hilfreich sein könnte, dann teile das Video doch gerne auch mit denen. Aber jetzt zum letzten und aus meiner Sicht auch wichtigsten Punkt. Wir wollen die E-Mail-Rückläufer noch systematisieren, sodass man also hier über die Kategorien sofort sieht, hier hinten sind sie, über die Kategorien sofort sieht, was sind Einkaufsanfragen. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, nachdem ihr weggeschickt habt oder die Aufgabe erstellt habt, einfach die entsprechende E-Mail nochmal aufmachen, kategorisieren und dann hier unter alle Kategorien Einkaufsanfrage, müsstet ihr vorher angelegt haben, Einkaufsanfrage hinzuzufügen. Oder dasselbe wäre bei der Aufgabe möglich, über die Kategorien hier das als Einkaufsanfrage anzulegen. Ihr könntet das theoretisch auch schon machen, wenn ihr die E-Mail neu schreibt. Das Problem hier ist, ihr findet hier die Kategorien nicht. Das hat was damit zu tun, dass Outlook beim Versenden die Kategorien entfernt. Also in 99,9% der Organisationen, die ich kenne, ist das so. Da müsste nämlich die IT etwas umstellen, damit das anders ist. Und das wird normalerweise nicht getan. Und wenn ihr jetzt hier schon beim Senden die Kategorie auswählen wollt, dann ist aus meiner Erfahrung der beste Weg im Menü Nachricht über Markierung hier unten die Kategorie Einkaufsanfrage festzulegen. Man sieht die dann zwar hier erstmal nicht,
aber sie ist auf jeden Fall dabei und auch wenn sie beim Versand entfernt wird, in euren gesendeten Elementen bleibt sie erhalten. Und damit könnt ihr jetzt in der Aufgabenliste einfach über die Spaltenkategorie gruppieren, nennt man das, wenn man da draufklickt, weil hier eine Gruppe zusammengefasst wird und da seht ihr Einkaufsanfrage und da sind jetzt unsere Elemente mit dieser Kategorie Eingangs-Einkaufsanfrage sichtbar. Um jetzt sofort noch mehr über die Wiedervorlage zu erfahren, klicke einfach auf das Video links neben mir. Dort erkläre ich die Hintergründe der Wiedervorlage in Outlook. Über mir findest du einen Videovorschlag von YouTube und eine Playlist mit allen Outlook-Tipps. Also schau da auch gerne mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.